Ich bin heuer in der Saison gestartet, also im Sommer gewechselt von SV Kirchbüchli, habe letztes Jahr in Kirchbüchli gespielt und bin jetzt seit 1. Juli im Kirchdorf-Dress. Ich kann sagen, ich war damals angefangen habe ich in Rothfeld, das war 2. Klasse Ost, deswegen habe ich da schon mal vor 12, 13 Jahren gespielt. Damals 2. Klasse Ost, 1. Klasse Ost. Dann war ich 4 Jahre in Kufstein und bin von Kufstein dann Richtung Kirchbüchli, war da 4 Jahre und bin eigentlich letztes Jahr in Kirchbüchli wieder gelandet, weil ich davor noch eine Station in Ebs gehabt habe. Und jetzt wieder in Kirchdorf, eben wieder beim Trainer Hofer Reinhard, wo ich schon in Kofferberg gleich schon gewesen bin. Ja, es ist ja so, ich war jetzt ein Jahr in Kirchbüchli, bin ja von Kirchbüchli. Die Rollerliga ist ja eigentlich eine sehr gute Liga. Aber mir hat da eigentlich der Hofer Reinhard, der Trainer, eigentlich bewogen, dass ich sage, ja, es sind junge Leiterinnen, weil es sind eine komplette junge Mannschaft. Eigentlich war ich heute der Älteste, muss man auch sagen, mit 31 Jahren. Und das ist eigentlich das Ziel, wieder die jungen Leute irgendwo für SV Kirchdorf eine Mannschaft zusammenzubringen, also mit jungen Leuten. Und das, glaube ich, ist das oberste Ziel heuer, weil es ja, glaube ich, wird sicher schwer genug mit jungen Leuten. Normal bin ich nicht der Elferkiller, das war eine, wo, muss ich sagen, ein Klick. Zweite war auch ein bisschen, ja, hätte ich auch haben können, aber nein, Elfer ist einfach eine Klicksache, wo der Schütze, sagen wir, mehr unter Druck steht als wieder drumherum, glaube ich. Ja, es ist wichtig, glaube ich, speziell jetzt da im Verein, im Westbahn SV Kirchdorf, weil viele junge Leute drin sind, muss einer viel sagen und dass man einfach viel Fehler vermeidet von Spielaufbau her schon. Weil ich glaube, wenn man halt schon gewisse Sachen vermeidet, speziell mit Rehen, dann kann man gewisse Sachen gar nicht raus. Und das ist eigentlich das, was die Jungen lernen sollen, weil wenn man sich halt anschaut, die Abwehr ist sehr jung, da sind 18-, 19-jährige Burschen drinnen und die muss man halt dirigieren und auch das Mittelfeld, weil das ist ja für sie auch dann in Zukunft wichtig, dass sie viel daraus lernen und dass sie einfach gewisse Sachen von Haus aus gar nicht machen, weil dann hat man gewisse Situationen im Spiel einfach nicht.